Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4. Heute geht's los mit der historischen Legendenserie. Wir starten heute rein in den ersten Rennen in Värmland, in Schweden. Drei Rennen wahrscheinlich, 3-3 und dann nochmal 3-3 mit Värmland und mit Wales, also Schweden und Wales natürlich. Und dann geht's nächste Woche in den Start mit Spanien und Australien und danach die Woche USA und dann sind wir auch da durch. Endlich. Und dann können wir uns tatsächlich wahrscheinlich in der übernächsten Woche mit der Triple Crown, dem Auftakt, auf jeden Fall messen. Und dann schauen wir mal, wie schnell wir mit dem Let's Play durch sind. Ich vermute, dass wir vielleicht noch 4 Wochen haben oder sowas. Mal gucken. Heute mit dem Start auf jeden Fall aus Schweden mit den ersten 3 Rennen. Nehmen wir uns heute auf jeden Fall angucken. Wie gesagt, für 6 Strecken ist das durchaus klar. Wir fangen an mit einer kurzen Strecke und zwar 4,41 Kilometer. Ich nenne die Namen dieser Strecken jetzt bitte nicht. Das seht mir bitte auch nach, dass ich nicht allzu gut Schwedisch spreche. Ne? Ich beherrsche zwar einige Sprachen, aber Schwedisch gehört nicht dazu. Gut, auf geht's auf jeden Fall. Wie gesagt, mit Dirt 4 und damit heiße ich euch nochmal herzlich willkommen. Auf jeden Fall, wie gesagt, in Värmland in Schweden. Kalten Schnee. Wir fahren einen Ford RS 200 und damit gehen wir rein auf jeden Fall in die erste Rallye. Die erste Aufgabe, was wir auf jeden Fall machen werden, ist erstmal das Fahrzeug tunen. So, dann heißt das gesamte Tuning anwenden, weil die ganzen Setups und alles drum und dran baue ich mir nicht ein. Wie gesagt, wir fahren einfach so. Ich habe natürlich auf jeden Fall einen deutschen Renningenieur. Ja, bitte. Wir dürfen also nochmal das Fahrzeug verwenden, das ist sehr gut. Also bauen wir unser Fahrzeug noch ein bisschen um. Wir haben mittlerweile über 5 Millionen Credits. Das sollte auf jeden Fall easy peasy reichen, um das Auto... nein, ich möchte natürlich wirklich auf D fahren. A können wir noch nicht fahren. Warum auch immer nicht. So, einmal den. Dann machen wir noch das Differential um auf B. Dann haben wir einmal kurz noch den Antrieb, also das Getriebe, das, die Bremsen, Rang B Bremsen, die Stoßdämpfer neu machen. Und die Federung auch einmal kurz neu. Damit haben wir alles auf Stufe B. Und jetzt können wir auch rein in die Serie. Auf jeden Fall. Starten wir mit der ersten von 3 WPs heute. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass wir gucken, wie das Auto fährt. Wieder nochmal ein Ford RS 200 fahren wir. Wir haben einen Rivalen. Ich glaube, dass ich jetzt nicht viel Zeit gehabt habe. Boah, das Ding geht ja ab wie sonst was, ey. Links 5. Rechts 5. Links 4. Überrennen. Links 3. Überrennen. In rechts 4. Schweden ist man sich so meine Strecke. Ah, guck mal, so. Mach das Beste draus. Überrennen. 60. Achtung. In links halten. Überdruck. Rechts 5. Lang. Senke. Links. Also ich wollte mir davon verkürzen als in den letzten. Das kann ich euch schon mal jetzt sagen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu nah an die Strecke in die Grenze komme. Achtung, rechts 3, durch Senke. Achtung, links halten, über Gruppe, Sprung. Links 4, in rechts 5, durch Senke. In links 4, über Gruppe, links 3, durch Senke. Links halten, über Gruppe, Sprung. In rechts 4, durch Senke. In links 4, unterschreiben. Ich wusste ein bisschen, immer wieder ein bisschen anbremsen. Da die Strecke ziemlich unbekannt ist, wir haben noch einen Vorsprung. Also alles gut. Kuppe links 4, 60. Links 5, 60. Dabei 7 Sekunden. In Kehre links, lang, macht auf. In rechts 4. Links 5. Rechts 5. Links halten. Über Kuppe. Links 6. Durch Senke. In Kuppe. Gleich Sprung. Runter. Rechts 4. Über Kuppe. Links 2. Macht auf. Durch Senke. Kuppe senke. Rechts 4. Über Kuppe. Links 4.
4, rechts 2, lang, über Wellen, Gruppe, links 3, durch Senke, Gruppe. Vorsprung mit 7,3 Sekunden, die sich jetzt hoffentlich gleich aktualisieren, auf 26 Sekunden. Wir haben 90 Sekunden alleine in diesem Sektor hier gut gemacht. Halt durch. Links halten, über Gruppe, Sprung. In rechts 4, durch Senke. In links 4. Links 3, durch Senke, Gruppe bis Ziel. So, Ziel ist erreicht. Nein, wir sind über eine halbe Minute. Upsi. Und damit haben wir es. Souverän. Geschafft. Auf 1 zu fahren. Super Ergebnis. Gut gemacht. So, okay, dann haben wir den ersten Teil geschafft. Wir fahren. Oh, morgen ist ein langer. Oh, morgen ist ein verdammt langer Tag, wenn ich mir gerade die Strecken angucke. Wir haben zwei 14 Kilometer Strecken. Eieiei, dann ist heute nur ein relativ kurzer Tag gedacht. Aber morgen. Ne, wir machen das heute so. Dann fahren wir heute 4 und morgen 2. Wenn wir morgen so 4 Kilometer haben, sonst wird das zu lang werden. Wir fahren heute dann 4 Strecken. So, weiter geht die Reise mit dem zweiten Teil heute. Mit einer guten Fahrt schaffen wir es vielleicht in eine höhere Klasse. Na, wenn wir heute wirklich so viel Kilometer fahren, dann fahren wir nämlich echt morgen so viel Kilometer haben, weil 35 Kilometer morgen hätten wir und heute wären es nicht so viele. Also fahren wir heute, wie gesagt, 4 Strecken und morgen den Rest. Ich hoffe, dass wir hier nicht zu weit rauswiften. Zu überschlagen oder so. Durchsenke.
und Achtung, rechts 4. Rechts halten, Überkupplung, Sprung. Links 3 durch Senke, Kupplung, rechts 3 durch Senke, Kupplung, links 2 lang, Überkupplung, rechts 4. Kuppe, leicht Sprung, in rechts 6, links 5. Rechts 5, 130. Achtung, langsam, Kuppe, Sprung, in rechts 4, lang überwählen. Kuppe links 4, 60. Rechts 4, Kuppe, links 3, lang überwählen. In Kuppe, Sprung, 60, überwählen. Rechts 5, überwählen. Links 4, lang, durchsenken. In links 3, überwählen. Rechts 4, überwählen. Links 5. In rechts 4. In 90 Grad rechts lang. So, jetzt sitzt hier rechts. 130. Mittig halten, über großen Sprung 60. So, jetzt sind wir ein bisschen geradeaus, ein bisschen durchschnaufen jetzt gerade nach dieser engen Strecke. Aber nicht lange. Links 5. Rechts 5. Links 6. Kuppe 80. Senke. Rechts 6. Links 6. Rechts 6. In links 5, überwählen. In rechts 6, durchsenken. Links 6, überwählen. Rechts 5, lang 80, überwählen. Links 6. Hab ich es nochmal liegen lassen gerade. Aber das ist nicht dramatisch. Links 6, senke 80, Kuppe. 40 Sekunden Vorsprung, das sollte durchaus drin sein. Rechts 4, Kuppe. Links 3, lang überwählen. Bis Ziel. Okay, bring es zum Marshall. Oh. Perfekt, super Ergebnis, gut gemacht. So, das war Teil Nummer 2 für heute. Wir machen weiter mit der nächsten Strecke 6,01 Kilometer, also die ist ungefähr genauso lang wie die jetzige. Ja, wie gesagt, seht das mal, 10, 16, sind das 23 Kilometer und die sind jetzt 28 Kilometer, also das wird ungefähr ein paar Kilometer Unterschied werden. Morgen wird zwar doch trotzdem ein längerer Tag werden als heute, aber wie gesagt, das ist klar. Aber ist egal, wir kriegen das schon irgendwie gemeinsam alles hin. Ich habe irgendwie keine... Oh, ich habe kein Energy, ich habe keinen Kaffee, gar nichts. Ey. Gut, naja, wie muss sein. Weiter geht's auf jeden Fall wieder. Nächste Strecke, wie gesagt, wieder 6 Kilometer, ungefähr genauso wie die jetzt sogar auch hier. Aber es geht ja relativ schnell eigentlich. Mit dem Ford RS 200. Die Beulen und Schrammen haben offenbar keine Auswirkung auf die Mechanik. Das ist gut. 4 Minuten. 5, 4, 3, 2, 1, los. In links 5, überwenden. In rechts 6, durchsenken, runter. Mittig halten, über großen Sprung 60. Kuppe 60. Links 3, durchsenken. Links halten, über großen Sprung. In rechts 4, durchsenken. In links 4, 80. Mittig halten, über großen Sprung 60. Kuppe 60. Rechts 5. Ja, ist die Zwischenzeit schon drin. Lang, durchsenken. In links 3, überwenden. Rechts 4, überwenden. Rechts 6. Links 6. Senke 80, Kuppe. Rechts 6. Rechts 6. Links 6. Senke 80, Kuppe. Rechts 6, 80, 90 Grad rechts. In rechts 4. Links 3, durchsenke. Links halten, über Kuppe, Sprung. In rechts 4, durchsenke. In links 4. Links 3, durchsenke, Kuppe. Rechts 3, durchsenke, Kuppe. Links 2, lang, über Kuppe. Rechts 4. Achtung, links 4, über Kuppe. Rechts 3, durchsenke. Mach zu, 2, Kuppe. Links 4, über Kuppe, 80. Rechts 4. In links 4, durchsenke.
durch Senke. Baumstämme auf. Achtung, rechts 3 durch Senke. Links 5. So. Rechts 5. Gut, bevor ich mal wieder rausgearbeitet. So, wenn ich mal an mega quatsche, muss ich mich, weil ich mich bei diesen engen Strecken sehr gerne konzentrieren möchte. Links 6, 24,5. In links 6. Links 4. In rechts 1. In rechts 5. In links 6. Dann 60. Achtung, links halten. Überkuppe. Sprung. Links 4. In rechts 5. Durch Senke. In links 4. Überkuppe. 60. Links 3. Durch Senke. Kuppe. Rechts 3. Durch Senke. Kuppe. Links 2. Dann überwenden. Rechts 4. Kuppe, vielleicht Sprung. In rechts 6. Links 5. Oh. Rechts 5. Links 6. Kuppe 80. Senke. Rechts 6. Links 6. Links 6. Durch Senke. In rechts 5. Überwende. In links 6. Links 6. Durch Senke. In rechts 5. Überwende. In links 6. Rechts 6. In links 5. Überwende. In rechts 6, durch Senke, 60. War irgendwie eine kleine Fehlzündung, aber doch immer noch. Links 2, macht auf, durch Senke, Kuppe, Senke. Rechts 4, über Kuppe. Wir sind schon fast im Ziel. Bis Ziel. Okay. Und da haben wir nochmal einen Ticken liegen lassen, aber nicht dramatisch, wie gesagt. 39 Sekunden nochmal drauf. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. So, Moment, ich muss mal gerade ganz kurz was klappt klären. Bin sofort wieder da. So, ja. Dann haben wir jetzt noch mal eine Strecke mit fast 8 Kilometer. So.
Das Auto sieht etwas mitgenommen aus, aber mechanisch ist alles in Ordnung. So, die Zeige von 5 Minuten liegt uns vor. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Auf gut. Die letzte Strecke wird's heute. Rechts 3, durchsenken. Links 6, durchsenken. In rechts 5, überwenden. In links 6. Rechts 5, überwenden. Links 4, lang, durchsenken. In links 3, überwenden. Rechts 4, überwenden. Rechts 4. In offene Kehre, links. In rechts 5. In links 6, lang 60. Links 4, überwenden. Rechts 3, überwenden. In rechts 4, lang durchsenken. Links 5, überwenden. Links 5. Rechts 5, links halten. Über Kuppe. Links 6, durchsenken. In Kuppe, Gleitsprung, senken. So. Rechts 5, senken. Links 5, lang Kuppe. In rechts halten. Über Kuppe, 60. Rechts 6. In links 5, überwenden. In rechts 6, durchsenken. Du, aufpassen. Rechts 6. In links 5, überwenden. In rechts 6, durchsenken. Rechts 6. In links 5, überwenden. In rechts 6, durchsenken. Links 5. Rechts 5. Links halten. Über Kuppe. Links 6, durchsenken. In Kuppe, Gleitsprung. Gut, deswegen geht's hier viel geradeaus gerade. Dass ich ein bisschen Zeit gut machen kann. In rechts 5, überwenden. Ja. In links 6. Du wolltest im Thema viel geradeaus, wir müssen jetzt ein bisschen aufholen. Wir müssen dran ziehen jetzt. Links 4, überkuppe, 80. Rechts 6. Ja, gut aufgeholt, ja, gerade. Links 6, senke, 80, kuppe. Rechts 6, 80, 90 Grad links. In links 4, 150. Achtung, langsam, Kuppe, Sprung, in rechts 4, lang überwenden. Kuppe links 4, 60. Links 4, überwenden. Rechts 3, überwenden. In rechts 4, lang, durchsenken. Links 5, überwenden. Rechts 6, 80, überwenden. Links 5, lang, links halten, überkuppe. Rechts 6, überwenden, 60. Links 3, durchsenken. Links halten, überkuppe. Sprung, Baustelle in rechts 4, durchsenken, in links 4, rechts 6, in links 5, überwenden, in rechts 6, durchsenken. So, komm, das kümmern wir jetzt gerade noch. Achtung, links 4, überkuppe, rechts 3, durchsenken, Bach zu, 2, Kuppe, Stein, aus, links 4, überkuppe, 80, rechts 4, Kuppe, links 3, dann überwenden, in Kuppe, Sprung, 60, überwenden. Rechts 6, 80, überwenden, links 5, lang, links halten, über Kuppe, rechts 6, überwenden, 60, links 6, Kuppe, 80, senke, rechts 6, links 6, rechts 6, in links 5, überwenden, in rechts 6, durchsenken, links 3, durchsenken, links halten, über Kuppe, Sprung, Baustelle innen, in rechts 4, durchsenken, in links 4, links 4, in rechts 2, lang, überwenden. Links 3, durchsenke, Kuppe. Rechts 3, durchsenke. Links 4. In rechts 1. In rechts 5. Hey. Ja, genau, dass man. Einmal Zeit liegen lassen wieder. Wieder wertvolle Sekunden. Wird wahrscheinlich rot werden. Nö, tun wir nicht. 18 Sekunden. Also, es ist nicht so deutlich wie die letzten, wie schon vorher bei den Strecken. Das ist ein bisschen unübersichtlich hier. Rechts 6, in links 5, überwenden. In rechts 6, durchsenken. Links 4, in rechts 2, lang, überwenden. Kuppe bis Ziel. Langsam zum Marsch. So, easy. 23 Sekunden.
ein bisschen auf der Zeit liegen lassen, aber am Ende war es dann doch relativ souverän. Also 11 Sekunden vor dem zweiten. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. So, gut, dann haben wir das mit dem Thema erledigt. Und die nächsten meinen langen Strecken, die sehen wir uns dann ab morgen an. Jeweils 14 Kilometer, die uns dann auf jeden Fall ins Hause stellen. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Dirt 4.